Erstens muss die Reform kommen, aber sie muss verlässlich sein, sie muss klare Rahmenbedingungen setzen und sie muss natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage auflösen, die immer mit der Erbschaftssteuer verbunden ist. Aber entscheidend ist, dass der Erbfall bei Familienunternehmen nicht dazu führen darf, dass Familienunternehmen in ihrer Existenz gefährdet sind. Das würde uns einen Wettbewerbsnachteil zukommen lassen in Deutschland. Und vor allen Dingen steht damit auch unsere wirtschaftspolitische Glaubwürdigkeit als Union auf dem Spiel. Wir müssen die klaren Rahmenbedingungen setzen und dafür müssen wir uns jetzt Zeit nehmen. Und in den Bundesländern, dort wo ja die Erbschaftssteuer anfällt, wissen wir ganz klar, wir brauchen diese Einnahmequelle. Aber wir wollen halt auch aufpassen, dass keine neuen Steuererhöhungen durch die Reform zustande kommen. Familienunternehmen sind tatsächlich das Sinnbild für wirtschaftliche und soziale Verantwortung in der Gesellschaft. Das ist was Besonderes in Deutschland, das sehen wir so in anderen europäischen Ländern nicht. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir da die Glaubwürdigkeit auch behalten und nicht aufgeben durch die Reform. Das ist nicht einfach auszugestalten. Da hat auch das Bundesfinanzministerium eine besondere Verantwortung und die Bundesländer gemeinsam. Aber lösen müssen wir es. Und es war so gut, dass unsere Familienunternehmen auch erhalten bleiben.